Überzogene Strafen beim Wechsel des Antriebsstrangs und asphaltierte Auslaufzonen, der falsche Weg der Formel 1. Und damit hallo allerseits und willkommen zur Einstimmung auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Ehe ich jetzt mit den zwei angesprochenen Themen anfange, noch einmal Force India. Sie haben ja in Spielberg ihre Teile soweit getestet und heute, bei diesem Rennwochenende, sag ich mal, sollen die Dinger jetzt einfach zum Einsatz kommen. Es lief ja schon die letzten Rennen nicht schlecht. Erinnern wir uns nochmal an Kanada, zum Beispiel mit dem Duell Hülkenberg gegen Vettel oder eben auch Spielberg, denn letztendlich gab es da einen 6. Platz für Hülkenberg und Platz 9 für Sergio Perez. Aber jetzt die überzogenen Strafen beim Wechsel des Motors, Getriebes oder des Turboladers. Da haben wir seit Saisonbeginn diese Regelung, dass wenn die Strafplätze im Qualifying nicht umgemünzt werden können, dass die eben im Rennen abgestanden werden müssen. So war es ja schon bei Jenson Button beim Rennen von Kanada. Nach dem Start direkt an die Box und 10 Sekunden Stop and Go. Und dann eben in Österreich war es nochmal der Fall McLaren Honda bei Button und bei Alonso, weil eben Honda die erste Saison hier hat mit diesem Antriebsstrang, mussten sie ganze 25 Strafplätze in Kauf nehmen. Ich glaube, Jenson Button hätte dann von Platz 42 aus ins Rennen gehen müssen, war soweit eben nicht möglich und deswegen diese Strafen. Also an sich finde ich die Strafen für einen Teiletausch gar nicht mal so schlecht. Wenn man nämlich mal bedenkt, dass die Kluft zwischen den kleinen und großen Teams etwas weiter zusammengeschoben wird, denn früher war es so, dass man nach dem Qualifying oder auch nach jedem Rennen den Motor gewechselt hat, um einfach die maximale Leistung zu haben. Die kleinen Teams könnten sich das soweit gar nicht leisten, aber mit den Strafen, die wir aktuell haben, ist es dann doch ganz schön übertrieben, denn so ist das Rennen an sich ja schon vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Einzig ein Safety Car hätte Jenson Button zum Beispiel wieder heranbringen können, zum Beispiel wenn er nach seinem Strafstopp dann ein Safety Car vor der Nase gehabt hätte, dann hätte er wieder ranfahren können, aber das ist ja nicht immer so gegeben. Und diese unsinnige Regel soll dann auch demnächst schon wieder abgeschafft werden. Es wird aktuell darüber diskutiert, wie man das Ganze jetzt besser lösen kann. Das hat man dann eben schon erkannt und immerhin besser spät als nie. Und außerdem, dieser Regelwirrwarr, der schreckt neue potenzielle Zuschauer ab. Denn wenn zum Beispiel jemand das Qualifying schaut und dann erst beim Rennen wieder einschaltet und er fragt sich dann, warum steht er denn jetzt ganz hinten und warum muss der im Rennen jetzt noch eine Strafe absitzen? Das ist dann ähnlich wie mit der DRS-Regel, denn da fragt sich der ein oder andere, der eben neu dazugekommen ist, warum darf der eine jetzt den Arsch aufmachen und davonziehen und der andere nicht? Man sollte meines Erachtens die Formel 1, so kompliziert wie sie nun mal schon ist, bei den Regeln, sofern man es denn kann, einfacher gestalten, oder wie seht ihr das denn? Und das andere Thema, etwas, was für uns gar nicht mehr so neu ist, nämlich die asphaltierten Auslaufzonen. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Nun ja, der ein oder andere wird ja mitbekommen haben, dass ich zum Beispiel aktuell Grand Prix 4 spiele und da fällt es eben auf. Die Strecken früher, so, das ist natürlich der Rennkalender von 2001, sehen dann doch anders aus als die Strecken von heute. Weil da hat sich nun mal was getan, zwar nicht direkt auf der Strecke, wenn das Layout nämlich geblieben ist, sondern eben daneben. Die Kiesbetten sind zum Teil einfach weggefallen und mussten durch die Parkplätze weichen. Das hat man wirklich auf dem A1-Ring bzw. jetzt Red Bull-Ring schon ordentlich gesehen. Vor allen Dingen in den letzten zwei Kurven. Alles asphaltiert. Da war früher Wiese und Kiesbetten. Das ist nun schon wirklich schade. Und mittlerweile hat man ja auch angefangen, die Parabolika in Monza, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, so langsam zu asphaltieren. Augenscheinlich ist das ja gar nicht mal so schlecht, denn so würden kleinere Fehler nicht gleich mit einem Rennaus bestraft werden, weil in dem Kiesbett kann man sehr einfach stecken bleiben, aber man muss auch die andere Seite sehen. So können die Fahrer gerne mal übers Limit gehen, ohne dass das irgendwelche großen Konsequenzen hat. Ich spreche da einfach mal die Szene aus dem Rennen von Österreich an, als zum Beispiel Max Verstappen und Pastor Maldonado im Zweikampf waren, als eben der Niederländer in der ersten Kurve einfach drüber hinausgeschossen ist. Vielleicht wäre er damals stecken geblieben oder wenn da ein Kiesbett gewesen wäre, wäre er vielleicht anders an die Sache herangegangen.
Und außerdem ist es eine Sicherheitsfrage, denn die Kiesbetten, die haben soweit auch ihren Sinn. Und zwar welchen, die bremsen natürlich ab, wenn ein Wagen nämlich mal abfliegen sollte. Das ist eben auch nochmal speziell hier in Silverstone ein ganz brisantes Thema, was ich später nochmal ansprechen werde. Kiesbetten 1999, Ferrari, na, klingelt's da, aber dazu gleich mehr. Und die Strecken an sich schauen schon ziemlich steril aus, wenn neben der Strecke dann auch noch überall Parkplätze zu finden sind. Also einerseits sieht es meines Erachtens einfach ziemlich beschissen aus, die Strecken, die gleichen sich ziemlich. Früher waren ja auch die Kiesbetten im Albert Park verschiedenfarbig, genau, rot, blau, gelb oder grün, das hatten wir damals. Und das hatte schon so seinen speziellen Charakter. Wie gesagt, mit asphaltierter Auslaufzone sieht es meiner Meinung nach einfach zu steril aus und das gibt dann doch einen gewissen Faktor, der dann dort einschlägt. Und da stellt sich mir doch die Frage, teilt ihr eigentlich diesbezüglich meine Meinung? Würdet ihr auch viel lieber mehr Grün, mehr Kiesbetten neben der Strecke sehen? Lasst es mich einfach mal wissen. Ich möchte noch mal kurz was einwerfen. Wir haben ja in Österreich den Unfall von Kimi Räikkönen und Fernando Alonso gesehen und da wurde eben auch der Grünstreifen neben der Strecke gezeigt. Und was haben wir da gesehen? Schöne gelbe Butterblümchen. Ja, das mal nur so am Rande. Die Strecke sieht an sich dann schon belebter aus und das Ganze macht es dann auch wieder etwas anspruchsvoller. Ist zwar meines Erachtens etwas zu spät und ich glaube zwar nicht, dass ich da demnächst irgendetwas ändern sollte, aber man kann es doch mal ansprechen. Dann widmen wir uns doch mal der Strecke und schauen sie uns genauer an. Seit 1950 fahren wir hier in Silverstone und Silverstone ist ähnlich wie Monza ein Formel 1 Urgestein. Am Rennsonntag werden wir hier 52 Runden sehen bei einer Rundenlänge von 5,89 Kilometern. Und dann noch was zur Strecke an sich. Es gab ja 2010 den Umbau, ein etwas abgeändertes Layout und eben neue Boxengassenanlagen hat die Strecke hier spendiert bekommen. Dadurch ist damals eben die Bridge-Kurve, die berühmt-berüchtigte, weggefallen und wurde durch den neuen Teil Arena oder Arena ersetzt. Nach Stadtziel, wo wir es jetzt haben, geht's ja aktuell nach rechts ab. Sehr schnelle Kurve und früher ging es eben ein Stück weiter noch geradeaus und dann nach links in eine etwas länger gezogene Schikane, dann die Bridge-Kurve und irgendwann kamen wir wieder bei dem Teil raus, wo die alte Boxenanlage steht und früher schon stand. Und da muss ich sagen, der Teil früher hat mir sehr gefallen, der jetzige gefällt mir an sich auch, aber ich könnte mich an sich gar nicht so richtig entscheiden, ich würde glaube ich aus Nostalgie einfach sagen, die Strecke vorher hat mir ein klein wenig besser gefallen. Aber seht ihr das auch so? Würde mich mal interessieren. Und einen vertrauten Namen beim Rekordsieger haben wir wie in Spielberg hier auch. Einerseits Jim Clark und andererseits Alain Prost mit 5 Rennsiegen. Ganz nebenbei, der Rundenrekord, der gehört hier Kimi Räikkönen aus dem Jahr 2004 im McLaren Mercedes, damals im Qualifying gefahren. Aber man muss dazu sagen, einerseits waren die Wagen früher nochmal eine Ecke schneller und andererseits wurde die Strecke ja umgebaut und damals war sie eben nochmal eine ganze Ecke kürzer. Und spezielle Ereignisse hier in Silverstone. Ich fange einfach mal an bei 1998, damals ein Rennsieg in der Boxengasse durch Michael Schumacher. Wie kam es denn damals so zustande? Ich kann das Ganze ja nochmal aufrollen für die, die das eben vielleicht damals noch gar nicht gesehen haben oder die das eben soweit wieder vergessen haben. In Silverstone in England herrscht ja gerne mal Regen, so auch damals ein Regenchaos. Es kam zu vielen Abflügen, das Safety Car kam raus und Michael Schumacher hat während dieser Safety Car Phase unerlaubt überholt. Nun, dann gab es einfach eine Strafe, aber die Strafe wurde erst sehr spät entschieden und dann musste Michael Schumacher einfach rein und das haben sie in der letzten Runde gemacht und die Ziellinie war vor der Ferrari-Box. Jo, da haben es die Rennkommissare ganz schön vermasselt. Im Nachhinein gab es noch 10 Sekunden für Michael Schumacher obendrauf, aber das hat eben gereicht, weil er sich einen guten Vorsprung vor Mika Häkkinen herausgefahren hat. Schon ziemlich kurios, aber das kam dann eben nochmal so, dass dann die Regeln etwas überdacht wurden. Ich hab's ja schon gewissermaßen angerissen. Kiesbetten, Ferrari, was war damals 1999 los? Michael Schumacher hat sich da einen doppelten Beinbruch zugezogen nach Bremsversagen. Ja, das ist so ein kleines Ereignis am Rande. Damit war die Saison 1999 einfach für den Kärntner zu Ende, auch wenn er dann wieder gegen Ende der Saison mitfahren konnte.
Und was haben wir noch? Im Jahr 2013, noch gar nicht so lange her, hatten wir die Pirelli-Reifen, das Desaster dazu, als die Reifen mir nichts, dir nichts einfach in die Luft geflogen sind. War schon ziemlich gefährlich, es kam niemand zu Schaden und die Gründe dafür lagen letztendlich daran, dass man eben sehr kurzlebige Reifen hatte, das war ja soweit klar, man musste ja immer sehr viele Reifen benutzen zu der Zeit, ist ja heute nicht großartig anders und dann haben die Teams eben mit einem niedrigeren Reifendruck und mit vertauschten Hinterrädern gespielt, einfach um das Maximale an Geschwindigkeit herauszuholen. Pirelli hat das mit seinen Reifen soweit auch gar nicht bedacht und dann kam es eben soweit, das war schon ein ziemlich kurioses Rennen. Und dann schauen wir einfach mal noch auf mögliche Überholmöglichkeiten hier auf der Strecke. Ich habe ja für euch wieder die Strecke oben eingeblendet und ihr seht da noch die Zählweise mit der alten Boxengassenanlage. Kurve 1, Kops, das ist eben die Nummer 1 und danach gehe ich jetzt einfach mal. Wir haben hier die beste Überholmöglichkeit, Kurve 7, die Stow Corner. Nach Maggots und Baggots geht es dann heraus in die zweite DRS-Zone. Und eben da hat man die beste Überholmöglichkeit. Keine Frage, das haben wir schon auch in den letzten Jahren so gesehen. Und mit Abstrichen würde ich mal sagen, Kurve 17 bei Brooklands, da wo wir eben die erste DRS-Zone haben und dann vielleicht gerade so noch die alte Stadtziellinie mit der Zufahrt auf Kurve 1, Cops, das sind wohl die Möglichkeiten, wo wir dann ein paar Überholmanöver sehen. Aber die beste Möglichkeit dann doch eher Kurve 7, die Zufahrt dazu auf jeden Fall. Tja, was können wir dieses Rennwochenende so erwarten? Also ich glaube nicht, dass Mercedes entthront wird nach den letzten Erfahrungen. In Österreich waren sie schon sehr gut bei der Musik und ich glaube, die haben sogar noch Reserven, wo die etwas draufschaufeln könnten. Und dann eben Lewis Hamilton, sein Heim-Grand Prix ist ja für einige Teams, weil die eben ihren Sitz in Großbritannien nahe der Strecke haben, gewissermaßen ein Heimrennen. Lewis Hamilton, der wird sich bestimmt ganz besonders freuen oder Jenson Button oder die Williams oder eben auch Red Bull. Da gibt es ja viele Anwärter und Red Bull ist ein gutes Thema, denn Force India sitzt in der Konstrukteurswertung direkt im Nacken. Und jetzt, wenn die Teile bei Force India noch funktionieren sollten, die sie ja schon in Spielberg getestet haben, dann könnte es wirklich eng werden für die Bullen aus Österreich. Da müssen wir mal gespannt sein und auch in Sachen Strafen. Die Renault befeuerten Teams, eben Red Bull und Toro Rosso und eben McLaren Honda könnten wieder ein paar Strafen bekommen. Ist die Frage, wann es eben greift mit den Strafen bzw. den Nichtstrafen, das ist eben die Frage. Und ich habe es ja schon bei der letzten Einstimmung angerissen, ich glaube ja, McLaren Honda und eben Männer Marussia werden mit Hinblick auf die nächste Saison entwickeln. Klar, die Saison werden die nicht ganz abschreiben, denn die Saison kann man ja noch nutzen, um ein paar Teile zu testen und Männer Marussia hat ja auch personell etwas aufgestockt. Ich hoffe einfach mal für das Team, dass die dann im nächsten Jahr wirklich mit Haas F1 konkurrieren können und dass die einfach näher an das hintere Mittelfeld ranrutschen können. Tja, da bleibt mir nur noch mein Podium-Tipp übrig. Ich schätze einfach mal, weil Lewis Hamilton hier das Heimrennen hat, wird er sich den ersten Platz schnappen. Zuletzt hat er etwas geschwächelt in den freien Trainings oder im Qualifying. Gut, da hat auch Rosberg etwas gepennt oder eben sich einen Fehler geleistet im Qualifying, als beide über das Limit hinausgingen. Also, Lewis Hamilton auf 1, Nico Rosberg auf 2 und dann Sebastian Vettel. Ist ziemlich konservativ, aber vielleicht habt ihr einen besseren Tipp, den ihr hier hinterlassen könnt. Nun, in Silverstone soll es nicht ganz so warm werden, wie wir es dieses Wochenende in Deutschland haben. 35 Grad sind Minimum angesagt, das kann ja was werden. Ich sag einfach mal, einen kühlen Kopf bewahren und damit wünsche ich euch ein schönes Wochen- und natürlich Rennwochenende. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.